Kapitel 18. Die Macht geeint. Omegon hatte es geschafft. Er hatte es geschafft, selbst seine eigene Kriegerin zu verlieren. Nicht nur löste Omegons Deal mit Latira sich im Prinzip in Wohlgefallen auf, sondern es setzte auch ein Zeichen. Ein Zeichen, welches nicht nur Omegon empfing. Was tust du? Du sollst dich nicht gegen mich stellen! Hast du vergessen, wem du verpflichtet bist? Ich habe gesagt, dass niemand sich so einfach gegen Omegon stellen kann! Nicht? Dann sag mir doch mal, was du dagegen tust, wenn ich auch folge. Soll. Ich habe euch gesagt, dass ich meinem Team treu bin. Aber wenn sich jemand von uns auf eure Seite stellt, dann kann ich das guten Gewissens auch. Flamiao gab keine Antwort. Aber das musste sie auch nicht. Ihre Einstellung war mehr als klar gewesen. Im Herzen hatte sie vom Beginn des Kampfes bereits auf der anderen Seite gestanden. Was tut ihr alle? Warum? Latios, Sumpex, ihr... Bleib in der Einzahl, Günther. Es tut mir leid, aber ich stelle mich nicht gegen meine Schwester. Schwestern. Mit jedem Moment verlor das Impagator mehr und mehr Fassung. All seine Freunde wandten sich von dieser Welt, von diesen Idealen, von diesem Herrscher ab. Wenn ihr eins über mich wissen müsstet, dann ist das, dass ich mich nicht einfach verraten lasse. Und dabei setze ich keine Limits. Entschlossen trat auch Sumpex neben all die anderen Pokémon. Auch nicht für einen Weltengeist. Und so, von einem Moment auf dem nächsten, standen sie alle geeint. Geeint von einem gemeinsamen Feindbild. Gemeinsam bis auf einen. Ohne Worte blickte Günther auf das Geschehen vor seinen Augen. Er konnte es nicht glauben. Wo war er auf einmal? Der Glauben. Die Treue. Ihr Verräter! Ihr Kameradenschweine! Was tut ihr? Was ist aus Heimatstolz geworden? Aus Herrschertreue? Wie könnt ihr es wagen? Bedeutet euch euer Gefühl etwa nichts? Oder Treue zu eurem Anführer? Du bist nicht unser Anführer, Omegon. Und du warst es nie. So gerne du auch so getan hast. Günther, komm zu uns. Mach den letzten Schritt mit uns gemeinsam. Ich weiß genau. Du erkennst, was Omegon wirklich will. Du erkennst die Wahrheit. Also... Eine Hand streckte Latias gen Impagator. Komm zu uns. Kalt blickte Günther auf die Hand, welche ihm hingehalten wurde. Auf seiner Schulter zeigte sich nun eine kleine Eidechse. Die Gestalt, welche Omegon in Welten entschied anzunehmen. Sie alle standen nun hier. Aber hatte Günther nicht etwas geschworen? Sich selber und Omegon. Natürlich weiß ich, was er will! Wie naiv denkt ihr, dass ich bin? Wie naiv! Natürlich weiß ich es! Ich wusste es seit Monaten, seitdem wir zum ersten Mal an diesem Ort waren. Was ändert es? Es ändert nichts. All jene, die diese Worte heute vernehmen, wussten all dies bereits. Günther kannte die Dunkelheit des Sternherrschers. Aber er blieb trotzdem treu. Natürlich ändert es etwas. Du wusstest, dass Omegon uns alle anlügt. Und anstatt es uns zu sagen, hast du ihm geholfen, das Geheimnis zu wahren. Das ist nicht, wofür wir stehen. Das ist nicht, wer wir sind. Wer du bist. Ist es nicht? Sagt mir, was mache ich anders als jemals zuvor? Ich kämpfe für diese Heimat, wie ich es schon immer getan habe. Ich stehe zu meinen Taten. Ich weiß, dass wir schon zu viel angerichtet haben, um heute umzudrehen. Das stimmt nicht. Wir alle haben das verstanden. Wir alle sind umgedreht.
Deswegen stehen wir doch hier. Weil ihr zu gerecht für euer eigenes Wohl seid. Lieber lasst ihr alles sterben, wofür wir unser ganzes Leben gekämpft haben. Wofür wir alles geopfert haben. Anstatt diesen Krieg zu Ende zu führen. Aber es ist wohl wahrlich egal. In den letzten Worten steckte wahre Resignation. Wovon sprichst du, Günther? Was ist geworden? Mit dem Kampf bis zum Ende, wenn es sein muss, dann sogar gegen deine Freunde. Es hat keinen Sinn. Omegon, sieh dich doch mal um. Glaubst du wirklich, dass ich eine Chance gegen diese Gruppe habe? Gegen sie alle. Ich bin alleine. Alleine am Ende eines Weges, der Harmonie sucht. Du übersiehst einen wichtigen Fakt. Denn du bist nicht alleine. Du, mein Freund, hast einen Mitstreiter an deiner Seite. Mächtiger als alles, was diese Pokémon zu bieten haben. Du hast mich. Du hast Omegon. Und dies im Herzen der Sterne. Und was? Bist du bereit, Günther? Bereit, eine neue Rolle einzunehmen? Eine größere als jemals zuvor? Was meinst du? Seit du an diesem Ort bist, verteidigst du bereits diese Welten. Du bist ihnen ein wahrer Wächter. Es gibt niemanden, dem ich diese Ehre eher anvertrauen könnte. Günther, in dieser Grotte sammelt sich die Kraft eines gesamten Weltenbaumes. Verpackt, kompakt, in jedem Herzen hinter diesem Gitter. Es wird Zeit, dass diese Macht nicht mehr in einem leblosen Objekt verpackt bleibt. Günther, nimm die Kraft des Sternherzens und werde zur Personifikation des Weltenbaumes höchst selber. Das ist möglich, dass ein Pokémon, wenn man Omegon folgt, ist alles möglich. Tu das nicht, Günther. Es ist den Kampf nicht wert. Es ist diese Heimat wert. Und was gibt dir das Recht, über diese Welt zu entscheiden? Bist du nicht das eine Wesen in dieser Höhle, welches gerade in Wahrheit in einer fernen Welt sitzt und dort sein Leben verbringt? Warum willst du über diese Welten entscheiden, wenn du sie nicht einmal bewohnst? Diese Welt ist für mich mehr Heimat, als es die Menschenwelt je sein könnte. Und ich bin nicht bereit, sie aufzugeben. Nur weil euch ein Sinn der Moral wichtiger ist als alles, was wir sind und was wir waren. Ich habe mir geschworen, diese Welt zu beschützen. Und euch. Und wenn es vor euren eigenen Fehlern ist. Du sprichst von diesem Wir. Merkst du nicht, dass du es gerade selber aufgibst? Wenn wir hier kämpfen müssen, kann es nur zwei Ausgänge geben. Du stirbst als unser Feind oder siegst und niemand von uns wird dich je wieder als einen der unsrigen sehen. Wenn es denn die Kosten für eure Leben sind. Was erhofft ihr euch von diesem Seitenwechsel? Habt ihr vergessen, dass sobald diese Welt zerfällt, ihr alle sterbt, wenn ihr denn hier seid? Und es ist die Wiedergutmachung unserer alten Fehler. Wer weiß, vielleicht können die Weltengeister uns ja auch retten, sobald Omegon stirbt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nein. Nein, den gibt es nicht. Denn für einen solchen Weg müsste diese Welt sterben. Und das lasse ich nicht zu. Omegon. Das Herz, welches hinter dem Gitter schwebte, wurde von Rissen durchzogen. Energie schien aus diesen ausströmen zu wollen. Ich bin bereit. In jenem Moment, in welchem die Worte gesprochen waren, zerplatzte das Artefakt der Welt in einem lauten Knall und grellsten Blitzen. Durch all diese Blitze konnte man nichts wahrnehmen als einen Umriss.
den Umriss eines Impagator. Und eine winzige Echse, welche nun von der Schulter absprang, um das Geschehen aus der Sicherheit hinter dem Gitter zu betrachten. Durch den Lärm hindurch versuchte Asche zu allen Pokémon zu sprechen. Macht euch bereit! Wenn ihr wahrlich gegen Omegon steht, dann werden wir kämpfen müssen. Gemeinsam. Wie es das Ideal will. Die Helden des Forstes, der Held des Lunaren, die Helden des Sturmes, der Held der Schatten. Wir stehen alle geeint gegen das Element, welches nach Sternen griff, um Ruin zu erblicken. Langsam verebbten die Blitze. Nur noch das natürliche Licht, welches die Höhle aus sich selber ausstrahlte, verblieb. Diese Verwandlung war nicht wie jene, welche Sakit erfahren hatte. In der Gestalt eines Impagator hatte Günther wahrlich das Potenzial, die Kraft eines Herzens des Weltenbaumes in sich zu einen. Auch sein Anblick veränderte sich. Im Gegensatz zu Sakit wurde das Impagator nicht verzerrt und verkrüppelt, sondern änderte alleinig seine Kolorierung und Größe, sowie wenige Proportionen, größere Krallen, größere Zähne. Das ist sie. Die Macht eines Weltenbaumes. Ich muss zugeben, ich hatte mit weit mehr gerechnet. Ich spüre Stärke, doch wahrlich nichts, das Realität selber zerreißt. Ein Herz ist, um seine Kräfte an die Welt zu verteilen. Du selber vergibst Kraft an den gesamten Weltenbaum. Die Kraft, die den gesamten Weltenbaum am Leben hält. Und was dir über ist, das ist die Kraft, die du wahrlich in deinen Adern spürst. Nun also endgültig. Diese Welt liegt in meinen Händen. Und heute alleine in meinen. Ich dachte immer, wir könnten eines Tages diesen Krieg gemeinsam beenden. Und noch können wir das. Wenn ihr erkennt, dass es für euch nichts zu gewinnen gibt. Wenn ihr einfach geht. Ihr entscheidet zwischen Krieg und Frieden. Man merkt ja an, dass die Kraft Omegons deine Adern durchfließt. Denn deine Rhetorik ist manipulativ wie seine. Zwischen Krieg und Frieden hat sich Omegon entschieden. Vor Jahrhunderten. Wir entscheiden nur noch den Ausgang. Es gibt Krieg und es wird Frieden geben. Doch wer wird diesen Frieden erleben dürfen? Ihr werdet nicht umkehren. Ich sehe es. Gut, ich wollte nie, dass es so weit kommt. Aber ihr lasst mir keine Wahl. Auch in dieser Form erschienen sofort die Farben des Emotionsrades um das Impagator herum. Der Kampf war noch nicht zu Ende. Oder war er das? Günther war erfüllt von der Kraft des Sternherzens. Doch es war, wie Omegon sagte. Die meiste dieser Kraft floss in den Weltenbaum. Das Wachstum an Stärke durch Günther würde gewachsen sein. Doch wahrlich um so viel, dass er alleine nicht nur sein eigenes Team bezwingen könnte. Doch das zusammen mit der Gruppe um Asche. Es begann alleinig mit den Zahlen. Asche, Sol, Funkenherz, Latira, Darkrai, Latias, Latios, Sumpex, Floing, Flamiau. 10 gegen einen. Zwar schaffte es dieses große Team für ihre alleinige Menge überraschend schlecht gegen Wassertypen vorbereitet zu sein, doch Typen-Vor- und Nachteile schwanden im Angesicht eines solchen Mengenunterschiedes. Wobei es sogar für den Einzelkämpfer einen großen Vorteil in diesem Kampf gab. Gerade als Wasser-Pokémon war es nicht ungewöhnlich, Angriffe zu beherrschen, welche massive Reichweite hatten und nahezu alles trafen. Dies war nicht sonderlich hilfreich, wenn man denn im Team kämpfte. Aber alleine gegen Massen wurden Angriffe wie Blizzard, Schlammwoge, Surfer und Erdbeben von nahezu nutzlosen Angriffen zu
zu mächtigsten Waffen. Gerade in dieser Kombination trafen sie gemeinsam gerade einmal 2 seiner Feinde. Nicht für immensesten Schaden. Und einer dieser beiden wäre Darkrai, dessen Defensive ohnehin nicht die Stärke war. Diese riesige Auswahl ermöglichte aber gleichzeitig noch keinen Einsatz der Angriffe im gleichen Moment. Weitreichende Wasserangriffe waren unsagbar mächtig, da sie Günthers eigenem Element entsprangen und sie gleichermaßen ganze 4 Feinde mit großer Macht trafen. Erdbeben war etwas schwächer, da der Grund nicht Günthers Element war, aber dieses traf sogar 5 Feinde mächtig. Aber beide dieser Angriffe ließen die 3 Äonengeschwister völlig kalt und gaben ihnen Raum anzugreifen. Gegen sie brauchte Günther seinen Blizzard. Einen Blizzard, welcher wiederum alle 4 Feuer-Pokémon wenig interessieren würde. Jeder Angriff richtete immensen Schaden auf manche Feinde an, aber ließ andere unversehrt. Und jeder Angriff, der manche unversehrt ließ, war ein großes Risiko. Stünde Günther alleine gegen die Feinde aus den anderen Welten, er würde alleine gegen die 5 ankommen. Er war sich sicher. Aber mit seinen eigenen Freunden an ihrer Seite, war dies wirklich, was Omegon sich unter Macht vorstellte. Macht, die einen König erschaffen könnte. Omegon, du Dreckskerl, was ist das hier? Nennst du das hier Macht? Glaubst du, dass dieses bisschen Gefunkel und ein paar neue Techniken diesen Kampf ausgeglichen machen? Das hier soll die Macht desjenigen sein, der sich in der Lage sieht, alle Pokémon als Alleinherrscher zu regieren? Sag mir doch, wenn du so überzeugt von dir und deinen Plänen bist. Wie soll ich gewinnen? Was soll ich tun? Wenn ich nichts habe als deine minderlichen Kräfte. Du hast mir geschworen, dass diese Welt nicht sterben würde. Und genau das ist der Weg, mein Freund. Glaube, hoffe, spüre den Pfad. Bist du es nicht? Der Meister der Emotionen, die Splitter der Seele, die sich im Kampf vereinen. Deine Freude, deine Trauer, deine Liebe, deine Hoffnung, dein Hass. Doch welches davon ist deine primäre Eigenschaft? Welcher Bestandteil deiner Seele ist der wichtigste? Auf diese Frage kannte Günther keine Antwort. Was treibt dich an? Durch jeden Krieg, durch jede Schlacht. Was gibt dir den Willen, deine Heimat zu schützen? Spürst du es, Günther? Merkst du es nicht? Ich, wie ein Blitz durchzuckte ein Wort den Verstand des Impagator. Ich weiß es. Ich verstehe es. Wie konnte ich es jemals vergessen?